Wir setzen in diesem Video voraus, dass das Video über Klassen und Objekte bekannt ist. Eine einfache Beispielklasse mit einem Public-Attribut und einer Public-Methode sowie mit einem Private-Attribut und einer Private-Methode. Soweit ist alles im Video zu Klassen und Objekten erklärt. Was in den Methoden M1 und M2 passiert, ist uns hier egal. Jetzt das Neue. Klasse Y ist von Klasse X abgeleitet. Wir sagen, X ist die Basisklasse und Y ist die abgeleitete Klasse. Zunächst einmal ist Y in diesem Beispiel eine Klasse wie X, mit einem Public-Attribut und einem Private-Attribut, sowie mit zwei Methoden, M3 und M4, die im Gegensatz zu Klasse X aber beide public sind. Jetzt das Neue. Durch das Schlüsselwort extends, gefolgt durch das X, wird angezeigt, dass Y nicht unabhängig von X ist. Wir sagen, Y ist von X abgeleitet oder auch Y erweitert X. Letzteres ist ja genau die Bedeutung des englischen Wortes extends. Was das für die Attribute heißt, schauen wir uns im virtuellen Speicher an. Je ein Objekt von X und Y wird mit new eingerichtet. Variable klein a bzw. klein b verweist auf das Objekt von x bzw. y. Wir sehen, dass ein Objekt von Klasse y nicht nur die für y deklarierten Attribute n3 und n4 hat, sondern das y-Objekt hat außerdem die Attribute von Klasse x. Wir sagen, n1 und n2 sind von Klasse x an Klasse y vererbt. Wir sehen uns das noch einmal genauer in Java an. In Methode M3 greifen wir beispielhaft auf die vier Attribute der Klasse Y zu. So sieht die nur illustrativ gedachte Methode M3 von innen aus. Auf ein Attribut von Y kann eine Methode von Y natürlich problemlos zugreifen. Und zwar auch dann, wenn das Attribut private ist, wie N4. Auf das von X vererbte Attribut N1 kann die Methode zugreifen, als wäre es ein Attribut von Y selbst, was es ja eigentlich auch ist. Aber das ging eben bei N1 nur, weil N1 public ist. Auf das Private-Attribut N2 dürfen nur Methoden von X selbst zugreifen, nicht aber Methoden der abgeleiteten Klasse Y. Im Video zu Zugriffsrechten und Packages lernen wir eine dritte Möglichkeit namens Protected neben Public und Private kennen, mit der auch abgeleitete Klassen auf ein Attribut zugreifen dürfen, aber andere Klassen nicht. In Methode M4 greifen wir als nächstes beispielhaft auf die von Klasse X an Y vererbten Methoden zu. Einmal auf M1 und einmal auf M2. Auf die ererbte Methode M1 kann zugegriffen werden, genauso, als wäre sie erst in Klasse Y definiert worden. Aber auch hier wieder nur, weil M1 public ist. Die Private-Methode M2 von Klasse X kann in einer Methode von Klasse Y nicht aufgerufen werden, in exakter Analogie zu den Public- und Private-Attributen von eben. Ein wichtiges Detail dabei: Konstruktoren werden nicht vererbt. Das basiert auf der Erfahrung, dass es meist ein Fehler ist, für ein Objekt der abgeleiteten Klasse nicht einen Konstruktor der abgeleiteten Klasse, sondern einen Konstruktor der Basisklasse aufzurufen. Zum Beispiel sind dann die Attribute, die in der abgeleiteten Klasse erst hinzukommen, nicht initialisiert. Eine abgeleitete Klasse kann natürlich auch wieder Basisklasse für weitere abgeleitete Klassen sein. Man kann ganze Hierarchien bauen, was wir jetzt beispielhaft machen. Die erste Basisklasse nennen wir einfach A. Bei dieser und allen weiteren Klassen interessieren uns die Attribute und Methoden überhaupt nicht, daher nur drei Punkte. Eine Klasse B, abgeleitet von A, wie bekannt. Eine zweite Klasse C wird ebenfalls von A abgeleitet. Die von A abgeleitete Klasse B wird zur Basisklasse von Klasse D. Und noch eine weitere Klasse E wird von B abgeleitet.
Parallel auf derselben Ebene wird f von c abgeleitet. Nächste Hierarchieebene, g wird von d abgeleitet. Und noch eine letzte Klasse auf derselben Hierarchieebene. Und so sieht das Gesamtbild aus. Ein Pfeil besagt, dass die untere Klasse mit Extens unmittelbar von der oberen Klasse abgeleitet ist. Es gibt auch mittelbare Ableitungen. Die hier gelb schattierten Klassen sind alle mittelbar von Klasse A abgeleitet. Mittelbar heißt also, mindestens eine weitere Klasse ist dazwischen. Genauso ist G von B bzw. H von C mittelbar abgeleitet. Ein entscheidender Punkt ist die Möglichkeit, dass eine Methode der Basisklasse in der abgeleiteten Klasse nicht ererbt, sondern stattdessen überschrieben wird. Was in diesen nur beispielhaften Methoden tatsächlich passiert, ist uns hier völlig egal. Wieder wird y von x abgeleitet. Die Methode M2 wird zweimal mit exakt identischer Signatur implementiert, einmal in Klasse x, einmal in Klasse y. Wir sagen, dass diese Methode in y überschrieben wird. In beiden Implementationen der Methode passieren in der Regel unterschiedliche Dinge, sonst bräuchte die Methode ja nicht überschrieben, sondern könnte auch einfach vererbt werden. Um zu sehen, was das bedeutet, richten wir nun erst einmal zwei Objekte ein. Wie gehabt, ist das eine Objekt von Klasse x und eine Variable von Klasse x verweist darauf. Und das andere Objekt ist von Klasse y und eine Variable von Klasse y verweist darauf. Das ist jetzt neu. Wir können auch eine Variable der Basisklasse x auf ein Objekt der abgeleiteten Klasse y verweisen lassen. In diesem Beispiel ist y unmittelbar von x abgeleitet. Diese Zeile und das weitere würden aber auch funktionieren, wenn y mittelbar von x abgeleitet wäre. Wir schauen uns an, welche Implementationen der Methoden jeweils aufgerufen werden, wenn der Aufruf mit klein a, klein b oder klein c ist. Methode M1 ist nur einmal in der Basisklasse x implementiert und wird an die abgeleitete Klasse y vererbt. Daher führen natürlich alle Aufrufe von M1 die eine und einzige Implementation von M1 aus. Methode M2 ist sowohl in x als auch in y implementiert. Wenn Variable und Objekt von Klasse x sind, dann wird die Implementation von x aufgerufen. Und wenn Variable und Objekt von Klasse y sind, dann wird eben die Methode von y aufgerufen. Diese Zeile ist das Ziel der ganzen Ausführungen. Wenn die Variable von Klasse x ist und das Objekt von Klasse y, dann wird die Implementation von y ausgeführt. Das ist zunächst einmal überraschend, denn beim Aufruf einer Methode ist ja überhaupt nicht mehr sichtbar, von welcher Klasse das Objekt ist. Wie kann Java an der Stelle des Aufrufs von M2 wissen, dass das Objekt, auf das klein c verweist, von Klasse y ist? So ungefähr kann man sich die Lösung im virtuellen Speicher vorstellen. Wir skizzieren hier nicht mehr den ganzen virtuellen Speicher als ein großes Array, sondern nur die relevanten Speicherstellen. Wie üblich zeigt ein Pfeil einen Verweis an, das heißt, der Inhalt einer Speicherstelle ist die Anfangsadresse eines anderen Speicherbereichs. Zwei Variable von Klasse x und y hatten wir klein a bzw. klein b genannt. Hier sind die beiden Objekte von Klasse x und Klasse y skizziert. Wir erkennen wieder die Attribute N1 bis N4. Aber jedes Objekt hat noch eine weitere Speicherstelle, die beim Kompilieren des Java-Quelltextes klammheimlich eingefügt wurde und die wir vom Java-Quelltext aus weder lesend noch schreibend ansprechen können. Diese zusätzliche Speicherstelle ist ein Verweis auf eine Tabelle von klassenspezifischen Informationen. Vereinfacht gesagt, verweisen alle Objekte von Klasse x auf die obere Tabelle und alle Objekte von Klasse y verweisen auf die untere Tabelle. In dieser Tabelle sind verschiedene klassenspezifische Informationen gesammelt, unter anderem ein Verweis
auf jede Implementation einer Methode, die für diese Klasse zur Verfügung steht. Wenn Methode M1 oder M2 aufgerufen wird, dann wird in Wirklichkeit die Implementation ausgeführt, auf die in der Tabelle verwiesen wird. Also, wenn eine Methode mit klein a oder klein b aufgerufen wird, dann wird jeweils zuerst im Objekt der Verweis auf die Tabelle gelesen und in der Tabelle dann der Verweis auf die Methodenimplementation. Für M1 heißt das in beiden Fällen die Implementation für Klasse X. Für M2 wird hingegen in der Tabelle von Klasse X auf die Implementation von X und in der Tabelle von Klasse Y auf die Implementation von Y verwiesen. Für klein c aus unserem Beispiel sieht das Bild so aus. Zwar ist klein c selbst von Klasse X, verweist aber auf ein Objekt von Klasse Y. Dieses Objekt verweist also auf die Tabelle von Y und darüber wird Methode M2 von Y aufgerufen. Innerhalb einer Methode einer abgeleiteten Klasse möchte man hin und wieder aber eine überschriebene Methode der Basisklasse aufrufen. Wie das geht, sehen wir uns wieder an einem einfachen Beispiel an. In der Basisklasse X ist eine Methode M1 definiert und M1 wird in der abgeleiteten Klasse Y überschrieben, so wie wir das eben schon gesehen haben. Methode M2 wird erst in Klasse Y definiert. In M2 möchten wir gerne beide Implementationen von M1 je einmal aufrufen. Schauen wir uns also Methode M2 von Klasse Y genauer an. Wenn wir einfach M1 ganz normal aufrufen, dann wird die Implementation von Y aufgerufen. Das haben wir eben gesehen. Um hingegen die Implementation der Basisklasse X aufzurufen, müssen wir vorneweg das Schlüsselwort super schreiben, getrennt durch einen Punkt. Wir können noch einen Schritt weiter gehen und eine Klasse Z von Y ableiten. Auch hier überschreiben wir M1 noch einmal. Jetzt ist Methode M1 für X, Y und Z jeweils implementiert. Der nackte Aufruf von M1 ohne alles führt wieder zur Ausführung der Implementation in der Klasse, wo der Aufruf passiert, also Aufruf der Implementation von Z. Wie eben bekommt man die Implementation der Klasse Y, von der Z unmittelbar abgeleitet ist, mit Schlüsselwort super. Die Implementation von X ruft man konsequenterweise mit zweimal super auf. Bis jetzt haben wir Methoden überschrieben. Davon unbedingt klar unterschieden werden muss das Überladen von Methoden. Überladen heißt, dass verschiedene Methoden mit demselben Namen in derselben Klasse vorkommen. Das geht, sofern die Parameterlisten unterschiedlich sind. Genauer gesagt, muss entweder die Anzahl der Parameter unterschiedlich sein oder bei gleicher Anzahl Parameter muss zumindest die geordnete Liste der Typen unterschiedlich sein. Das ist der einfachste Fall. Alle drei Parameterlisten haben zwar dieselbe Anzahl Parameter, nämlich 1, aber die Typen sind unterschiedlich. Hier sind die Typen der dritten gelb unterlegten Parameterliste nicht so richtig unterschiedlich zu den anderen beiden, aber die Anzahl der Parameter ist 2 versus 1. Diese beiden Parameterlisten haben dieselbe Anzahl von Parametern und auch dieselben Typen. Aber wie gesagt, es kommt auf die geordnete Liste an. Das heißt, unterschiedliche Reihenfolge der Typen wie bei diesen beiden Methoden ist auch okay. Natürlich darf auch maximal eine Methode desselben Namens leere Parameterliste haben. Wichtig ist halt, dass bei jedem einzelnen Aufruf einer Methode von dieser Klasse mit diesem Namen eindeutig klar ist, welche der Methoden aufzurufen ist. Und das ist in unserem Beispiel auch der Fall, wie man hier sieht. Bei jedem einzelnen Aufruf ist absolut klar, welche der Methoden jeweils aufzurufen ist. Noch ein echtes Beispiel. Im Video zu Klassen und Objekten wird kurz erläutert, was hinter System-Out-Print steht, womit man ja Daten auf dem Bildschirm schreiben kann. Unter anderem wurde gesagt, dass Out von Klasse PrintStream ist. Diese Klasse hat eine Methode Print, aber nicht nur einmal, sondern für verschiedene Typen jeweils einmal überladen.
Hier nur ein paar Beispiele für diese Überladung. Wir haben jetzt gesehen, was bei Überladung so alles möglich ist. Als nächstes schauen wir uns beispielhaft an, was bei Überladung nicht möglich ist. Eine einzelne Methode eines Namens in einer Klasse ist natürlich nie ein Problem. Aber diese Methode geht dann nicht mehr, denn zwar sind die Rückgabetypen verschieden, aber die Parameterlisten sind identisch. Es hilft nichts, dass die formalen Parameternamen i und j verschieden sind. Der Datentyp ist derselbe und natürlich ist das allein entscheidend. Zwei Methoden, die sich nur in static oder nicht static unterscheiden, gehen natürlich genauso wenig. Und ebenso nicht zwei Methoden, die sich nur in public oder private unterscheiden. Hinzuzufügen ist, dass auch Konstruktoren überladen werden können. Anders gesagt, eine Klasse kann mehrere Konstruktoren haben, natürlich jeweils auch hier wieder nur mit unterschiedlichen geordneten Parameterlisten. Ein Detail dazu: Im Video zu Klassen und Objekten wurde kurz erläutert, dass eine Objektkonstante nicht unbedingt direkt in der Deklaration der Objektkonstante initialisiert werden muss, sondern das kann auch in den Konstruktor verschoben werden. Wichtig ist, dass dies dann aber auch in jedem Konstruktor passieren muss. Überschreiben und Überladen kann natürlich beides in derselben Klasse passieren. Wieder eine einfache Beispielklasse X und eine davon abgeleitete Klasse Y. Die Methode klein m von X wird in Y überschrieben und zusätzlich noch in Y überladen. Das geht jetzt wieder nicht. Dieser dritte Versuch einer Methodendefinition in Y ist mit der überschreibenden ersten Methodendefinition nicht kompatibel. Es ginge auch dann nicht, wenn die Methode in Y nicht überschrieben wäre, denn dann gäbe es immer noch einen Konflikt mit der von X ererbten Methode klein m. Noch einmal zu Konstruktoren, noch ein anderes Thema. Im Video zu Klassen und Objekten wird gesagt, dass bei der Einrichtung eines Objektes immer und auf jeden Fall ein Konstruktor aufzurufen ist. Das hat für abgeleitete Klassen wie hier Y eine wichtige Konsequenz, denn bei Einrichtung eines Objektes von Klasse Y muss auch ein Konstruktor von Klasse X aufgerufen werden, der den X-Anteil des Y-Objektes initialisiert. In jedem Konstruktor der Klasse Y ist genau einmal genau ein Konstruktor der Klasse X aufzurufen, und zwar so wie hier mit Schlüsselwort super vor der Parameterliste. Wir kommen zu einem anderen wichtigen Aspekt des Themas Vererbung namens Downcast, der sehr gefährlich ist und nur mit größter Vorsicht verwendet werden sollte. Wir betrachten wieder eine einfache Beispielklasse X und eine einfache abgeleitete Klasse Y. Die Klasse Z hat erst einmal nichts mit X und Y zu tun. Sie hat aber eine Methode mit einem Parameter von Klasse X. Im Video zu primitiven Datentypen wird unter anderem Konversion zwischen Datentypen betrachtet. Syntaktisch völlig analog kann eine Variable von Klasse X nach Klasse Y konvertiert werden. Genauer gesagt liefert dieser Ausdruck einen Verweis auf das Objekt zurück, auf das klein a verweist. Anders gesagt, dieser zurückgelieferte Verweis hat also denselben Inhalt wie klein a. Aber der zurückgelieferte Verweis hat einen anderen Typ, nämlich y, sodass er der Variable klein b zugewiesen werden kann. Und mit dieser Variable klein b von Klasse y kann dann das Attribut klein d angesprochen werden, das noch nicht zu x, sondern erst zu y gehört. Man muss sich aber im Klaren sein, dass dies sehr gefährlich ist. Falls das Objekt, auf das klein a verweist, nicht von Klasse y oder von einer von y abgeleiteten Klasse ist, dann führt die Auswertung dieses Ausdrucks zu Recht unvermeidbar zum Programmabbruch. Unvermeidbar, solange wir nicht Exceptions eingeführt haben. Daher noch eine kleine Variation, die nicht zum Programmabbruch führt, wenn das Objekt nicht von Klasse Y selbst oder von einer von Y abgeleiteten Klasse ist. Hier ist der Unterschied. Mit Schlüsselwort Instance of wird erst einmal klein a getestet. Falls klein a auf ein Objekt verweist,
das von Klasse Y oder von einer von Y abgeleiteten Klasse ist, dann liefert dieser Ausdruck true, ansonsten liefert er false. Formal gesprochen ist instance of ein boolscher binärer Operator mit einer Variablen von einem Klassentyp und einem Klassentyp als Operatoren. Zum Abschluss dieses Videos betrachten wir noch eine ganz herausragende Klasse, nämlich JavaLangObject. Was das JavaLang bedeutet, wird im Video zu Zugriffsrechten und Packages erläutert. Wir fangen wieder mit einer Beispielklasse X an. Und die ist diesmal extrem einfach. Sie enthält dezidiert weder Attribute noch Methoden, weil wir beides für das Beispiel nicht brauchen. Wir richten wie üblich ein Objekt von x und eine Variable von x ein. Und jetzt rufen wir eine Methode namens toString mit klein a auf, obwohl Klasse x überhaupt keine Methoden hat. Dieser Aufruf liefert den Namen der Klasse und eine technische Zusatzinformation, die hier nicht weiter interessiert. Wie ist das möglich? Und weiter. Obwohl wir keine Methode in Klasse x definiert und x auch nicht mit extends von einer anderen Klasse abgeleitet haben, können wir eine boolsche Methode namens equals aufrufen. Diese liefert true zurück genau dann, wenn klein a und klein b auf dasselbe Objekt verweisen, was hier aber nicht der Fall ist. Die Auflösung des Rätsels hat sehr viel mit dieser Klasse Object in Package JavaLang zu tun. Diese beiden und einige weitere Methoden sind darin implementiert. Wenn eine Klasse wie x nicht explizit von einer anderen Klasse abgeleitet wird, dann ist sie implizit von Object abgeleitet und erbt natürlich alle Methoden von Object. Das bedeutet aber in der Konsequenz, dass jede, aber auch jede Klasse unmittelbar oder mittelbar von Object abgeleitet ist und diese Methoden erbt. Natürlich können diese Methoden auch überschrieben werden. Das machen wir in einer neuen, leicht komplizierteren Version von Klasse X. So könnte beispielhaft die Methode toString für Klasse X aussehen. Wenn man diese Implementation aufruft, dann werden die Werte der beiden Attribute i und d also als String, Komma separiert und in Klammern zurückgeliefert. Und so könnte die Methode equals aussehen. Diese Implementation liefert nicht nur dann true zurück, wenn die beiden miteinander verglichenen Objekte identisch sind. Es können zwei verschiedene Objekte sein, aber die Attributwerte müssen gleich sein. Dies ist übrigens ein recht sinnvolles Beispiel für den Sinn und Zweck von Downcasts. Der Parameter muss von Klasse Object sein, aber um auf die Attribute zuzugreifen, brauchen wir den Downcast auf Klasse X. Dieser kleine Java-Ausschnitt zeigt noch einmal beispielhaft den Sinn der Klasse Object. In einem Array sind Objekte von drei verschiedenen Klassen. Zwei Klassen sind vordefiniert, Klasse X ist selbst definiert. Für jede dieser drei Klassen sind Methoden wie toString und equals jeweils spezifisch überschrieben. In der Schleife kann zum Beispiel toString einmal für jedes Objekt aufgerufen werden und es wird in jedem Fall die spezifische Implementation ausgeführt.